So, und da sind wir wieder bei Deponia. Also gut, bei Deponia quasi. Und er hier schläft einfach mal weiter. Uns wurde gerade das Dach weggerissen. Und aus Docs Bad könnte man einen prima Kamm machen gerade. Wir sprechen mal mit Doc. Hey Doc, alles klar? Rufus, der Kutter bricht auseinander. Du musst etwas unternehmen. Und damit meine ich sicher keinen Smalltalk. Ja. Und sonst so? Na. Okay, der hat anscheinend Schiss. Was ist das denn? Tja, das Auge ist mit. Wir sollten zusehen, sonst bleibt nichts mehr übrig. Ja, das Auge da ist mit. Ich kann ihm auch später noch erzählen, wenn ich den Schuldigen für diesen Schlamassel gefunden habe. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, aber nur geguckt. Angezündet hat ihn jemand anders. Okay, wir gucken mal die Navigation an. Das war's nämlich auch. Da blinken zwei Lichter auf dem Radarfeld. Ein kleines grünes in der Mitte und ein großes rotes dahinter. Das kann nur eins bedeuten. Das Konfetti ist alle. Ja, das wird das bedeuten, Rufus. Oha. Spätestens jetzt wird Bose wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack. Wie er einfach mal... Oh. Oh, oh. Oh. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem Elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt seine Augäpfel aufs Waffeleisen! Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Gohl? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln! Gammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon... Die Maler im Keller. Unfug. Seriously? Reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Open Gott! Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Die Maler im Keller. Ja. Das muss ich mir merken. So. Warte mal, ein Organonkreuzer, das ist ja mal geringfügig größer, als wir es sind. Gibt es eine bessere Art zu sagen, den Organon verputze ich doch zum Frühstück. Möglich, aber die hier ist schon ziemlich lässig. Ja. Wo kommen wir denn weiter hinter? Zum Heck? Hier kommen wir zum Heck, okay. Goal, Goal! Halt aus, ich komme! Du hast ja eine super Frisur. Guckt euch das mal an. Okay, wir gehen mal zur Seitenwand. Au. Warte. Jawohl. Okay, nichts passiert. Easy. Kranhalterung, Goal. Was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich? Ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Da hast du vielleicht recht. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Was machen wir denn? Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Dann ziehen wir mal die Schrauben fest.
Oh, da ist eine weg. Wie? Ach, jetzt schrauben die sich. Ich glaube, ich weiß, was passieren könnte. Wir müssen einfach mal. Okay. Hoppla. Kommst du voran? Na ja, ja, es gibt Fortschritte, gewissermaßen. Goal, wir haben ein Problem. Ich will das nicht machen. Oh oh. 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 Was hast du getan? War ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Wir müssen Goal festhalten. Scheiße. Nanu, wen haben wir denn da? Was ist das denn? Na, Rufus natürlich. Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ja. Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtrick überrumpeln. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Ein Profi verrät niemals seine Tricks oder kein Plan. Schlag was vor. Ho, 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 ho. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Aha, ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Bei euch ist wohl ein Ritzel rostig. Ich habe ja nicht einmal Schnürsenkel. Abbruch, Abbruch! Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Können wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Na gut. Kein Problem. Wie wär's mit einem Karate-Spezialtrick? Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Oh, eine Highspeed-Aufnahme. Dann muss ich die Belichtungszeit verkürzen. Karate? Highspeed-Aufnahme? Wovon redet ihr? Das wirst du gleich sehen. In die Nähe. Warte! Ich hab den falschen Film eingelegt. Kannst du ihn vielleicht mit einem anderen Trick überwältigen? Klar. Das hier würde ich. Ich mach das mal. Ein Profi verrät niemals seine Tricks. Doch, bitte! Woher soll ich sonst wissen, welche Blende ich wählen muss? Hallo? Geht's noch? Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Genau. Aber das Foto. Jetzt sag ihm schon, was du vorhast, damit wir endlich weitermachen können. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Ja, das klingt gut. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja. Vielleicht. Sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. Eins, zwei. Ah, ich bin blind. Ich bin blind. Und? Wow, du hast es wirklich geschafft. Tja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Wen? Ach so. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre.
Der Typ ist ein bisschen durch. Kann das sein? Aber gut, Rufus ist ja auch nicht so ganz... Naja, ne? Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Wir sollten die Zeit Wir für ein Interview die nutzen. Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die, alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Tja, was nehmen wir denn? Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Ist dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des rostroten Meeres vereitelt habe? Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Ja, hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Ich möchte übrigens den Synchronsprecher unbedingt mal kennenlernen. Bitte, wenn du das siehst, sei nächstes Jahr auf der Gamescom oder so, keine Ahnung. Aber ich möchte dich kennenlernen, diese Stimme ist für einen Mann sehr, ungewöhnlich. Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na, aber natürlich, du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Gletas herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Gletas angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Weißt du das? Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen weiter runter und gehen mal hierher. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Tja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil! Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Okay, was können wir denn hier machen? Wir können nur zwei Dinge machen. Und zwar... Wir nehmen mal die Kanone. Einfach aus Prinzip. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein! Alles nur das nicht! Ja! Ich bin ein Kanonier-Ass! Die Kanone hat einen Linksdraht. Okay. Na toll. Jetzt ist die Munition alle. Ah, so ein Scheiß. Okay. Gehen wir doch mal den Knopf. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Hebel und eine Anzeige. Hebel? Genial. Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau. Die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Ich hätte gern abbremsen. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action. Ein super extremes Rufus-Manöver. Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Kommt jetzt die extreme Action? Ach, man kann gar nicht abbremsen. Das, okay. Warum auch immer. Aha, du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Genau. Und die Funken sind Spezialeffekte. Ich fürchte, wir können einfach nichts anderes machen. Barry können wir jetzt machen. Können ihn ansehen. Es gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. Ja, Rufus, du bist weltweit bekannt. Wir können nur einen Hebel ziehen. Es ist scheiße, aber wir müssen. Das Grün, aber die Funken.
Kann sein, dass es gerade ein bisschen laut ist, aber oh. Deine Stiefel. Können wir gerade... Es tut mir leid, dass ich das gerade so die Stimmung quasi unterbreche. Aber wir müssen die Effekte dringend weiter runterdrehen. So. Ja, so ist besser. Scheiße. Ist er tot? Hey, aufwachen! Du verpennst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit. Ich glaube nicht. Der wird nur ohnmächtig sein. Oder sowas in der Art. Eine Feueraxt. Ein Schlauch an die Kanone? Kann das passen? Kann das? So. Okay. Und die Kanone. Und der Schlauch. Wow, 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 wow. Was? Für ein Teufelskerl.